Ach komm. Setzt es die Kombi ein, die wir immer einsetzen. Gift und Egelsamen. Naja, wir können sie zum Glück wechseln. In den späteren Generationen können wir bei Egelsamen das Pokémon nicht wechseln. So, Bisaknosp gegen Bisaknosp. Okay, und jetzt erstmal wieder wechseln wir sofort wieder. Nee, Quatsch, heim ist gleich, wenn wir schon dabei sind. Gegengift. Ja, jetzt bringt dir gar nichts. Zack. Ja, Flasche runtergefallen. Ist zum Glück eine Plastikflasche. Glut! Nach dem Arena-Kampf mache ich auch wieder eine Aufnahmepause. Und das war's. Ich bin schockiert. Nein, wir müssen unsere Pokémon enthalten. Ich bitte euch, pflanzen. Dick da. Ich speichere immer automatisch. Das ist eine Angewohnheit. Zack und zack. Wenn wir verlieren, lade ich den Save State. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deswegen trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Arenaleiterkampf! Erika! Tangela. Level 30. Nicht schlecht, nicht schlecht. Glut. Ja, Maus weg, so. Ach nee, wieder dasselbe Kombi wie bei Ultrigaria, was? Jetzt ist aber gut langsam. Jetzt reicht's aber auch wieder. Zack. Ja, ich weiß, dass du mich magst. Es ist kein Grund, mich zu umarmen. Aber ich mag dich nicht. So, tschüss. Ach nee. Oh nee. Weg damit. So schnell, wie es nur geht. Okay, statt Wickel kannst Säure. Komm schon, survive! Besiegt von einem Pflanzen-Pokémon. Ich schäme mich für dich. So. Sollte man nicht machen, aber hier in dem Fall ist es schon okay. Was? Okay, ist nicht okay. Okay, ist nicht okay. Fail. Ich habe mich vertippt. Entschuldigung, kann jedem passieren. Erleben so. Oh, okay, okay, okay. Bisaknosp. Tja, nicht sehr effektiv, wa? Volltreffer, ja. So, zerschneiden wir dich mal. Ich muss mal schauen, ob wir noch einen Beleber haben, weil ohne Glutex zu kämpfen ist scheiße. Na, ja, Tafelwasser haben wir, aber das brauchen wir noch. Ja. Ach, Shillock. Ist zwar Wasser, aber egal. Er greift bestimmt nur mit... mit Dinger, mit Säure. Beißen.
Scheiße, jetzt wünsche ich mir einen Aufwecker. Ach, es kann doch. Oh. Scheiße, scheiße, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren. Jetzt aber. Boah, so Zigarre hat genervt, Mann. Aber es war noch nicht ihr letztes, es kommt ihr stärkstes nämlich. Was? Du, Flor? Die hat doch einen Gifle, oder? Naja, egal. Blättertanz. Blättertanz kann's. Das ist der Haken. Das ist der Haken. Blättertanz. Ja, ja. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Egelsam geht auch nicht. Bei Egelsam geht bei Pflanzen-Pokémon nicht. Vielleicht ist Rankenhieb stärker. Selbst mit Volltreffer ist es ein Witz. Zack. Ja, yeah, nochmal Volltreffer. Yeah, verwirrt. Sehr schön. Nein. Survive. Ja, sehr schön, okay. Jetzt habe ich keine Wahl. Tafelwasser. Alter, verletz dich doch mal selber. Du siehst doch so emo-haft aus, als wär's mal mit einer Emo-Attacke selbst verletzen. Zack. Habe ich vielleicht eine andere Attacke außer Rasierblatt? Ah ja, vorhin, da habe ich ja statt Rasierblatt Tackle vergessen, ne? Das war ein Fehler von mir. Ah. Ich glaube, wir verlieren. Wenn wir jetzt noch gewinnen, ist es ein Wunder. So, Rasierblatt nochmal. Ah, das war's. Jetzt haben wir nur noch zwei Luschen. Ja, vielleicht kann Evoli noch was wenden. Sandwir. Scheiße. Vertippt schon wieder. Und Rucksack-Keep. Oh, das können wir noch schaffen. Nein, können wir nicht mehr. Scheiße, das war knapp. Das war verdammt knapp. Jetzt schläft Evoli auch noch. Wir hätten gewonnen, wenn sie ihr Supertruck nicht verwendet hätte. Ne, das war's. Jetzt setzt mir Dick ein und dann kommt Blättertanz und dann war's das. Zerschneider? Ach komm, das bringt dir doch nichts mehr. Du gewinnst doch eh. So, jetzt beendet sie's. Das war's. Game over. Okay, laden wir einfach. Hey, 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 ich hab sie unterschätzt. Ich hab sie echt unterschätzt. Aber wir hätten gewonnen, wenn sie ihr Supertruck nicht eingesetzt hätte. Gut, dann müssen wir nochmal zurücklaufen. Zack. Fahrrad. Und rein ins Pokécenter.
Okay, dann machen wir es eben so. Wir kaufen drei Supertränke und dann müsste das reichen. Okay. Gehen wir erstmal zum Markt. So, die gibt's hier, glaube ich. Nee, dann gibt's sie hier. Nee, Quatsch, da gibt's die Steine. Okay, wir müssen nochmal in den ersten Stock. Potchen. Leute, hinter bin ich wieder. Ach. Hier geht's ja zum Ding. Oh Mann. Hier ist es genau. Der rechte verkauft TMs. Der verkauft das Zeug, das wir brauchen. Drei Stück. Sicherheitshalber ein Beleber. Und drei Aufwecker. So. Erdgeschoss. So, Erika, jetzt kriegst du aufs Maul. Also, Radfahren kann man nur draußen und nicht in Gebäuden. Die Ausnahme sind so Übergänge, so, ja, so Übergangsgebäude in eine andere Route zum Beispiel. Und zack, hier sind wir wieder. Und zerschneiden. Zack. Safe State setzen, falls ich nochmal fehle. Was ich nicht glaube, aber safe ist safe. Zack, so. Okay. Zweiter Versuch. Glut. Ahem, ahem. Langweile mich nicht mit deiner Umklammerung. Das ist die schwächste Angriffsattacke ever. Ich sagte, schwächste Angriffsattacke ever. Hallo. So, und dann mal Level 34 für Glutexo. Jetzt kommt das, was uns am meisten Schaden zugefügt hat im ersten Kampf. Ja, diesmal zieht die Säure nicht so viel ab. Vielleicht zieht Säure mehr ab, wenn der Gegner vergiftet ist. Kann das vielleicht sein? Wenn unser Glutexo war vorhin vergiftet. Da hätte es sein können, dass es mehr abgezogen hätte. Oder sogar hat. Muss ich nachschauen im Wiki. Okay, jetzt kommt nochmal Edufla. Lol, jetzt schaffen wir es beim ersten, ohne zu wechseln. Alter Schwede. Was war denn da vorhin dann los? Dann müsste doch. Dann lag es doch an Säure und an der Vergiftung. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt den Farborden. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen verwenden. Nimm bitte dieses Geschenk. Das ist Gigasauger. Megasauger. Team 21 ist Megasauger. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Okay. Den Farborden hätten wir.
Und ich mache jetzt gleich eine Aufnahmepause. Ich gehe noch schnell ins Pokécenter, heim meine Pokémon und dann bringe ich mich in Position, damit wir gleich loslegen können, wenn ich wieder aufnehme. Ah ja, wir müssen ja noch die... Genau das holen, was ich gesagt habe, dass wir das noch holen müssen, ne? Mache ich das einfach mal. Wenn wir schon auf unserem Rad hocken, dann machen wir das noch schon gleich nochmal. Dann machen wir es gleich. Jetzt habe ich den Scheiß. Unser Schneider. Und hier hockt dieses Relaxo und pennt. Wie bist du hierher gekommen? Solide Leistung. So. Jetzt sind wir hier. Ich steig mal ab. Hier ist der Radweg. Hier sind auch Radfahrer, wie ihr sehen könnt. Aber hier ist ein Haus. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden davon. Du bekommst doch etwas von mir. Du hast keinen Platz mehr für das Geschenk. Alter, scheiße. Den Donnerstein nehmen. Wobei. Wir haben echt viele Items. Okay, dann machen wir es eben so. Ich bringe Schillock Eisstrahl bei. Vergessen tue ich Blubber, die brauchen wir gar nicht. Okay. So, jetzt kriegen wir nämlich VM2. Das ist Fliegen. Damit können wir in die Stadt zurückfliegen. Ach, lassen wir es mal mit dem Fahrrad. Wir haben ja Zeit. Wir haben genügend Zeit. So, Zerschneider. Okay, jetzt ist mir langweilig. Also ich werde das Fahrrad nur einsetzen bei Orten, wo wir schon waren und die wir gut kennen. Da, wo wir noch nicht waren, werde ich keinen Zerschneider einsetzen. Hi, erstmal meine Pokémon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Legen wir erstmal die ganzen Items ab. Okay, was brauchen wir nicht? Die TMs legen wir ab. Den Donnerstein, den... Ach, scheiße, den hätten wir verkaufen können. Ach, wir müssen noch den ganzen kleinen Scheiß erledigen. Okay, dann mache ich noch den ganzen kleinen Scheiß und dann... Dann mache ich Schluss. Dann hast du mal die TMs ab, so. TM 49, TM 18... TM 21. Haben wir echt noch den Albernstein? Nein, haben wir nicht, okay. Gut. So. Man braucht nämlich den Tafelwasser brauchen wir. Und zwar können wir damit... Der lässt uns ja nicht durch, ne? Ich bin dem Verdursten nahe. Was ein Getränk für mich. Vielen Dank. Das müssen wir den Typen geben. Und dann können wir nach Safronia City. So, jetzt lassen sie uns alle durch. Dann müssen wir in Safronia City. Und alles wird gelb. Aber hier gibt es noch ein bisschen Kleinscheiß zu erledigen, den wir jetzt machen. Nein, Quatsch, wir machen es ja ohne Fahrrad. Wir kennen ja den Ort noch nicht.
Ach, das Haus der Nachahmerin ist blockiert, okay. Hier sind auch sehr viele Rockets. Hier gibt's was. Psychologenhaus. Warte, sag kein Wort. Du suchst die hier, oder? Das ist Psychokinese. Eine Psychoattacke, die sehr, sehr stark ist. Gut, den kleinen Scheiß hätten wir erledigt. Ich wollte noch zur Nachahmerin gehen, da gibt's nämlich noch was, was wir machen müssen. Aber ist auch egal. Na, ich find's so geil, wie die Farben immer umblättern, das ist göttlich. Gut. Ich möchte jetzt mein Bisa Knospe entwickeln, deswegen setze ich Bisa Knospe jetzt an erste Stelle. Und wir gehen ins Gebäude. So. Was sich mit dem Rocket-Spielhaus auf sich hat, werden wir bei meiner nächsten Aufnahmesession sehen. Bis dann. Und weiter geht's. Pikachu! Yay! Okay, die Pokémon sind soweit okay. Bloß ist Schillock ein bisschen schwach. Setzen wir es mal in erster Stelle. Ach ja, ich wollte ja dieser Knospe entwickeln, stimmt ja. Also ich habe jetzt einen Tag Pause gemacht mit der Aufnahme und weiter geht's. Verschwinde von dem Poster! Oder ich muss. Ein Rocket. Team Rocket möchte kämpfen. Das ist kein Team, das nur ein Einzelner, also ergibt das gar keinen Sinn. Radikal Level 20. Ich glaube, das könnten wir one-hitten mit Rasierblatt. Schauen wir mal. Lol. War zwar ein Volltreffer, aber ist wurscht. Und jetzt wechseln wir wieder zu Pikachu. Damit können wir Zubats können wir damit frittieren. Lecker, lecker, frittierte Fledermaus. Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Hey, wo läuft er denn hin? Da ist doch gar nichts. Hä? Er ist verschwunden. Was ist denn in dem Poster? Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Okay, dann gehen wir mal raus. Hä? Da ist offen. Gehen wir mal rein. Was haben wir hier denn gefunden? Hier ist ja ein ganzes Versteck, oh mein Gott. Team Rocket hat sein Versteck unter der Spielhalle. Nicht schlecht. Du hast Mut, hier hereinzuplatzen. Team Rocket möchte kämpfen. Vielleicht kriegen wir wieder einen Volltreffer. Mal schauen. Ja. Ein Glück kommt nicht selten alleine. Das ist mein neuer Spruch. Und schaffen wir einen Hattrick? Hattrick. Hattrick. Hattrick! Hattrick! Yay! Hattrick! Meine Fresse, lacken wir gerade rum. Mist, versagt! Hier ist ein Item. Ein Fluchtseil. Okay. Geht's hier unten weiter? Nein, geht's nicht. Hier geht's lang. Wie kommst du hierher, Kleiner? Ich wollte herein sagen. Hätte auch gepasst. Traumato! Und dann Rasierblatt.
Ja, schon wieder ein Volltreffer. Ich glaub's nicht. Alter, haben wir Glück. Bis auf das hier. Und das hier. Naja, das Auffangen war ein Glück. Okay, mal schauen. Spaß halber, nochmal Rasierblatt. Ich bin neugierig, ob wir es fünfmal hintereinander einen Volltreffer kriegen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wir kriegen immer einen Volltreffer. So, Volltreffer Nummer 6. Rasierblatt hatte eine hohe Volltrefferquote, aber eine so hohe. Schon wieder Volltreffer. Also, ich cheate nicht, Leute. Es ist wirklich alles immer ein Volltreffer. So, und dieser Knoss entwickelt sich jetzt. Unser Bisasam ist erwachsen geworden. Jetzt haben wir einen Bisaflor. Gut, das wollte ich jetzt machen. Jetzt will ich Pikachu auf 35 hoch trainieren. Denn Pikachu kann sich nicht entwickeln und unsere Entwickelte sind immer schwach. Deswegen will ich Pikachu jetzt, ja, trainieren. Kann man hier durch? Nee. Gut, gehen wir weiter nach unten. Hier ist noch einer. Der Boss sagt, das Silph-Co macht Geister sichtbar. Ja, das brauchen wir nämlich für den Pokémon-Turm. Da können wir die ganzen Geister identifizieren. Der hat 5 Pokémon. Alle mit schwachem Level. Ja, ich hätte auch Rockzuckieb verwenden können. Ist eigentlich auch egal. Einmal. Jetzt hat er dann Smogon. Ich versuche es mal mit Rockzuckieb. Vielleicht ist es genauso stark. Nicht einmal annähernd. Okay, dann nochmal Donnerblitz. Dann machen wir es eben mit Donnerblitz. So. Das war Nummer 2. Slimer. Hey, du Schleimer. Das war Nummer 3. So, Zubat schon wieder 1. Was hat denn der für eine Teamvorstellung? So. Und sein letztes, ein Radikal. Nochmal Donnerblitz. Ah ja, schneller mit Rockzuckieb. Trifft immer als erstes. Naja. Ist auch egal. Radikal ist tot. Da musst du nicht mehr hinschauen. Ich habe gerade meine Augen kurz zugemacht. Weil ich ein bisschen müde bin, bin ich ein bisschen verschlafen und so. Weil ich müde bin, bin ich verschlafen, ja. Ich ergebe mich. So. Gehen wir hier nach unten. Wow. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Was habt denn ihr? Habt ihr überall Spione? Ja klar. In Prismania City waren ja überall Rockets. Ne, die werden das schon berichtet haben, was wir da alles treiben. Und in Saffronia City waren auch so viele Rockets. Die Rockets sind überall. Hier im Zentrum von Kanto. Und ich mach mal kurz eine Aufnahmepause. Marolo! Donner Blitz! So. Was? Verloren? Und hier unten muss ein Item sein. Oder eine TM, genau gesagt. Das müsste Schwertanz sein, glaube ich. Oder Klingensturm oder Schwertanz. Ich glaube eher Klingensturm. Risikotackle. Wieder noch. Risikotackle ist heftig. Heben wir uns aber noch auf. Okay. Was sind das für Plattformen? Ich kann mich nicht bewegen,
Wenn ich bei den Plattformen bin, kann ich mich nicht bewegen. Okay, die Pfeile, die befördern einen so lange, bis man auf so einem...